Hallihallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute möchte ich euch eine ganz besondere Kartenform vorstellen und die ist im Moment unheimlich angesagt. Das ist die Slimline-Karte. Die Karte ist ein bisschen schmaler und ein bisschen höher. Und dazu haben wir jetzt im aktuellen Mini-Katalog sogar die passenden Umschläge. Das sind diese. Ich blende euch das dann nochmal ein, wie die genau heißen. Und die haben innen ein schönes Futter. So, und der graue ist von innen so. Ja, was mir bei Stamping Up jetzt noch ein bisschen fehlt, das wären irgendwelche Stanzformen, die auch diese Größe hätten, vielleicht mit einem gestickten Rand. Das würde ich mir wünschen. Aber uns fällt ja so auch was ein. Wir haben auch schöne Stanzformen. Und zwar diese hier. Die habe ich dann hier auch verwendet. Einmal habe ich mir hier eine Schablone gemacht und das dann koloriert. Natürlich andersrum. Und zum anderen habe ich mit diesem Rand gearbeitet, hier. Einmal etwas weiter außen und einmal versetzt nach innen. Gibt eine schöne Abschlusskante. Ich habe diese Karten auch schon mal neulich gezeigt und euch dieses Video angekündigt bei der Vorstellung der Produkte aus dem Mini-Katalog 2022 für Frühjahr und Sommer. Also zeige ich euch, wie das funktioniert. Ich habe mir mit der anderen Stanzform jetzt auch eine Schablone gemacht und werde auch kolorieren. Und erstmal brauchen wir eine Kartenbasis. Dafür brauchen wir Farbkarton, in diesem Fall in Lodengrün, in 17,6 cm mal 21,6 cm. 17,6 und 21,6 ist die Höhe. Das falze ich in der Mitte bei 8,8 cm. Und dann habe ich genau diese Kartenform. Das ist schon mal die Basis. Dann brauche ich einen Aufleger. Habe ich in dem Fall Celadon genommen. Beides sind im Moment meine Lieblingsfarben, kann man nicht anders sagen. Also der Aufleger hat die Größe 8,5. Mal 21,3 cm. Kommt dann da drauf und oben drauf gestalte ich mir mit weißem Farbkarton einen weiteren Aufleger. Und der hat die Größe von dieser Form und zwar 8,2 mal 21 cm. Das befestige ich mir, weil es soll ja nicht verrutschen, mit einem Band, was sich wieder gut ablösen lässt. Dann brauche ich einen Blendingpinsel und ein Stempelkissen in Celadon. Könnt ihr natürlich auch anders machen. Und dann geht's los.
So, das wäre das Ergebnis. Das würde ich dann gerne ein bisschen bestempeln. Dafür nehme ich meinen Stemperatus. Und bestempel es erstmal hier oben mit einem Motiv noch. Dafür habe ich mir ausgesucht. Shaded Summer. Habe ich bei der anderen Karte hier auch benutzt. Finde ich unheimlich schön. Hier habe ich einfach außenrum so ein bisschen ausgeschnitten und koloriert. Das Kolorieren kann ich mir jetzt schenken, weil ich habe ja schon farbigen Hintergrund. Und ja, hier ist der Stempel dazu. Und der kann dann hier so hin. Dann nehme ich mir mein Memento-Stempelkissen, färbe den Stempel ein. Und dann kann ich das Ganze noch einmal wiederholen, wenn mir das nicht intensiv genug ist. So, das Ergebnis stellt mich zufrieden. Und jetzt geht es noch um den Spruch. Und dazu nehme ich jetzt Gruß mit Liebe aus dem Celebration Produkt. Hübsche Größe. Das hätte man auch nehmen können, auch sehr hübsch. Oder den Vogel hätte man nehmen können. Dann kommt der Gruß hier so hin. Ja. Ein Memento. Und vielleicht noch ein bisschen intensiver. Voilà. Das wär's dann. Jetzt setzen wir das Ganze zusammen. Und hier machen wir noch eben Deckel drauf, damit nichts austrocknet. So. Also. Wir kleben das Oberteil auf diesen Aufleger.
und das kleben wir hier drauf. Könnte schon fertig sein, aber es gibt ja noch Möglichkeiten. Und zwar habe ich hier noch mal ein paar Steinchen und damit kann man das auch so ein bisschen aufhübschen. Haben wir auch in Celadon und in Lodengrün. Na, einer passt noch hin. So. Wenn er denn will. So, das wäre die Karte. Und das wäre der passende Umschlag. Perfekt, oder? Damit könnt ihr eure Lieben überraschen. Das hat nicht jeder. Ja, ich wünsche euch dann viel Spaß beim Nachbasteln. Probiert es einfach mal aus. Und wenn ihr die Produkte bestellen wollt, die ich euch vorgestellt habe, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Alle Kontaktdaten findet ihr im Abspann. Und bei Fragen steht natürlich auch jederzeit zur Verfügung. Ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail, wie ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.